Ich bin seit 23 Jahren im Vorstand der Freunde der Universität. Ich habe für den Campus Westend Flügel besorgt, geschnorrt. Es gab kein Klavier in diesem ganzen Haus. Ich habe 8 große Ölbilder des Architekten Poelzig an Land gezogen. Teilweise habe ich Geld gesammelt, teilweise habe ich Dauerleihgaben von Museen gefunden. Also die hängen dort, 8 Riesenbilder. Und dieser berühmte Architekt hat damals gesagt, er schreibt sich seine Seele gesund mit diesen autodidaktischen Bildern. Das finde ich ein sehr berührendes Element in diesem Campus Westend. Die Geschichte der Universität hat mich sehr interessiert und ich habe eine Veranstaltung gemacht über die Rothschilds. Die Gründer dieses Vereins waren ja meistens Juden und sie waren irgendwie in der Versenkung verschwunden. Und das war erstaunlich, was ich da gefunden habe. Ich habe damals noch ziemlich alleine rumgefummelt in solchen Veranstaltungen und es gab immer ein Riesenchaos. Und jetzt habe ich ein wunderbares Team und wir machen Konzerte, mit denen wir erstens sehr viel Aufmerksamkeit auf die Universität ziehen und natürlich auch Finanzen. Und das ist eine Riesenfreude, wie das klappt. Parallel dazu gibt es ja noch das Orchester der Universität und auch dort konnten die Freunde ein wenig helfen, indem sie die Notenständer gestiftet haben. Also wir tun viel für die Musik. Wo immer ich hinkomme, auch intern in der Uni, sagen die Leute immer, ja, wir wissen schon, wer sie sind. Ich brauche gar nicht groß zu erklären und wir wissen, dass sie für die Freunde und Förderer etwas sammeln. Das macht die Sache sehr einfach für mich. Das ist eine große Gnade, dieses Zusammenkommen. Für die Zukunft des Vereins, auch der gesamten Uni, würde ich mir wünschen, dass die Stadt mit Stolz von ihrer Universität reden kann, dass ihnen bewusst ist, was sie da für ein Juwel im Grunde mittendrin haben. Und es würde mich sehr freuen, wenn junge Leute sich mehr engagieren würden, wenn sie zum Beispiel nach einem Studium in Frankfurt Mitglied der Freunde würden. Und eigentlich ihr Leben lang davon erzählen, von der Zeit, die sie an der Frankfurter Uni gehabt haben. Für die Zukunft des Vereins wünsche ich mir eigentlich, dass man in der Stadt einen großen Stolz auf dieses schöne Juwel mitten unter uns, es ist ja mitten in der Stadt, empfindet, dass man stolz sagt, ich habe in Frankfurt studiert, wo auch immer man lebt, irgendwo in der Welt. Und dass man vielleicht in irgendeiner Weise zur Alumni-Vereinigung oder zu den Freunden der Universität zurückkommt, speziell junge Leute, und dass man sich dort engagiert, egal in welcher Form, egal wie, welche Mittel man hat. Man kann ja klein anfangen. Veranstaltung ist einer der Standardveranstaltungen, sage ich mal, die wir machen jedes Jahr. Vergeben wir Preise und würdigen damit die Arbeit von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die auf den verschiedensten Gebieten forschen. Und auch wir haben heute wieder gesehen, wie vielfältig diese Arbeiten sind und welche Talente an der Universität hier herangewachsen sind. Ja, sehr gerne. Ich finde, es war ein sehr schöner Ort der Begegnung, weil die StifterInnen die Arbeiten von den PreisträgerInnen natürlich kennenlernen konnten, aber auch als Preisträgerin noch einmal zu sehen, was für nachwuchswissenschaftliche Arbeiten in ihrer Vielfalt und in ihrer Unterschiedlichkeit in Bezug auf die verschiedenen Disziplinen im Rahmen der Nachwuchswissenschaft an der Goethe-Universität einfach noch mal schön und verständlich präsentiert wurden. Und das war ein schönes Zusammenkommen und ein schöner Raum der Anerkennung. Diese Veranstaltung unglaublich wichtig. Es werden Nachwuchswissenschaftler geehrt, es werden innovative Forschungen und innovative Wissenschaften
in den Vordergrund gehoben. Und ich finde das im Rahmen der immer größer werdenden Wissenschaftsbetriebe unglaublich wichtig. So dass ich eigentlich nur die Erzählungen aus der Familie hatte, dass eben der Großvater die Freunde mitgegründet und auch längere Jahre geleitet hat. Henry Oswald war Anwalt in Frankfurt, Rechtsanwalt, und war auch Abgeordneter in der Stadtversammlung und hat auch Frankfurt im Preußischen Landtag vertreten. Und er war in engem Kontakt mit Adiges und hat wohl die Verbindung Adiges und Merton gefördert und war mit Wilhelm Merton war ein enger Freund wohl aus Schulzeiten von ihm, denn sie duzten sich. Es waren auch verwandtschaftliche Beziehungen, die waren nicht sehr eng, aber immerhin, die duzten sich, was in der damaligen Zeit sehr selten war. Und mein Großvater hat sehr viel als Anwalt eben dann im Detail auch gearbeitet an den Universitätsgründungen und auch nachher an der Gründung der Freunde. Ich habe studiert, ich kam aus Kriegsgefangenschaft krank zurück und musste dann noch 2 Jahre mich erholen, bis ich wieder einigermaßen studieren konnte. Und das war dann 1949 und 50 in Frankfurt, 3 Semester. Und dann habe ich ein Stipendium bekommen nach Amerika und habe dort 2 Semester gemacht. Und dann war ich zu alt, um weiter zu studieren. Und dann hat man mich mehr oder weniger gedrängt, eine Banklehre zu machen. Das wäre für die zukünftige Berufsausübung wichtiger als Universität. Das habe ich in Hamburg dann die Lehre gemacht. Aber habe leider dann nicht mehr weiter studieren können. Die Universität war ganz baulich noch in ganz schlechtem Zustand. Sehr viele Räume waren vernachlässigt und auch durch die Bomben noch in einem ganz schlechten Zustand. Dann waren die Räume viel zu eng. Die Studenten saßen auf den Treppenstufen und es war alles etwas primitiv, aber das hat uns damals relativ wenig gestört. Und wir hatten Adorno und den ich übrigens gar nicht so furchtbar schätzte, weil das, was er vortrug, war ja zum Teil noch marxistisches Gedankengut. Und ich hatte in Volkswirtschaft genau das Gegenteil gerade gelernt. Und da kam ich mit Adorno gar nicht zurecht und bin auch nicht mehr hin. Bedauere das heute, nachdem er doch so für Frankfurt ein großes Gewicht gewonnen hat. Und dann hatten wir, der Name ist jetzt leider, wie das bei alten Leuten eben oft ist, nicht im Kopf, einen Professor, der in Bonn sehr sich einsetzte für die Wiedergutmachung von jüdischen Bürgern. Der hat uns Handelsrecht gelehrt. Also es war schon eine anregende Zeit. Neumark kam zurück aus der Türkei, wohin er geflüchtet war, und war Finanzwissenschaftler, auch sehr interessant. Also es war eine Zeit, die anregend war. Dann habe ich mich etwas aktiv beteiligt an der Gründung einer Vereinigung, die sich kümmerte um die ausländischen Studenten und die Beziehungen zum Ausland mit Vorträgen und so weiter. Also es war interessante Zeit, man konnte eben doch viel bewegen noch. Es war alles etwas im Fluss. Nachdem ich jetzt hier sitze und als Pensionär nicht mehr so viel zu tun habe, habe ich mich so etwas um die Geschichte der Universität und insbesondere auch meines Großvaters gekümmert. Für das Jubiläum voriges Jahr haben wir eine Biografie in Auftrag gegeben über ihn. Und das hat interessante Einzelheiten auch für uns ergeben, die wir nicht kannten. Das erste Mal aufgeschrieben und untersucht wird. Das hat interessante Ergebnisse geführt. Und ich hoffe, dass es auch nicht nur historisch interessant ist, sondern auch
für die Zukunft Anstöße gibt. Der Verein hat ja in seiner Aufgabenstellung sich immer angepasst den Notwendigkeiten. Also bei der Gründung waren es andere Dinge als jetzt. Ich glaube, jetzt ist die Verankerung der Universität in der Stadt mit das Wichtigste. Die Universität ist ja mit der Stadt doch sehr viel enger verbunden als andere Universitäten. Nicht mit der Stadt allein, sondern auch mit der Bürgerschaft. Und die vielen Spenden, die außerhalb der Freunde auch der Universität zufließen, zeigen das ja. Ich denke jetzt zum Beispiel an den verstorbenen Bankier Kassel, der sein ganzes Vermögen der Universität hinterlassen hat. Nicht über die Freunde, aber sicherlich auch durch die Freunde angeregt, dass man für die Universität etwas tun kann und muss. Und das sollte weiter in Zukunft eines der Hauptanliegen sein, ist Anregungen zu geben für die Weiterentwicklung. Und das läuft in den letzten Jahren doch sehr schön und erfreulich. Da kann man den Verantwortlichen danken. Man kann nicht nur danken, man muss danken. Oswald lebte von, ich glaube, 1863. Er wurde noch im freien Frankfurt geboren und starb 1934 in Frankfurt und war zeitlebens in Frankfurt tätig als Anwalt. Damals waren Anwaltspraxen noch sehr klein und beschränkten sich auf wenige Persönlichkeiten. Diese Riesenpraxis, wie es heute die amerikanischen Vorbilder zeigen und die amerikanische Einfluss hier, das gab es wohl vor dem Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, gab es die nicht. Und er war Wirtschaftsanwalt, war als einer der wenigen wohl Rechtsanwälte auch in volkswirtschaftlichen Fragen interessiert. Und es gibt eine Verbindung zu Mises. Mises ist einer der Großen der österreichischen Schule. Und Mises hat, als er ein neues Buch schrieb, veranlasst, dass er dass von dem Buch ein Exemplar an Oswald ging, was zeigte, dass er den Oswald schätzte als Volkswirt, nicht nur als Anwalt. Und er ging wohl mit Merton in die Schule. Das kann ich nicht mehr, habe ich nicht nachgewiesen. Ich weiß auch nicht, ob es noch von der Schule noch alte Bücher gibt, um das einmal nachzuprüfen. Ich glaube, er war mit Merton in der Klasse. Jedenfalls duzte er sich und hatte eine langjährige, enge, persönliche Freundschaft. Das ging nicht nur zwischen Wilhelm Merton und Henry Oswald, sondern zwischen der Familie Merton und der Familie Oswald. So dass gingen wir noch immer mit den Nachkommen Merton in Verbindung waren und sind. Ich wäre doch aktiver in die Gründung, dass Oswald doch aktiver in die Gründung mit einschaltete. Und insbesondere nachdem Wilhelm vom Rat, der Chef der Meister Lucius, jetzt habe ich es. Meister Lucius Brüning hießen, war er der erste Mann und hat sich natürlich nicht so furchtbar im Detail um die Gründung und die Aktivitäten am Anfang kümmern können. Und mein Großvater, der den Sitz des Präsidenten übernommen. Und damals, das zeigt das Buch, ist auch die Aktivität begonnen worden und was gerade in der Inflationszeit eine besondere Bedeutung hatte. Es war ja die Universität, glaube ich, in einem finanziell sehr schlechten Zustand, weil die großen Beiträge der Frankfurter Bürgerschaft in Mark, in Reichsmark angelegt waren und dieses Geld alles wertlos geworden war. Und da haben die Freunde doch
punktuell verschiedene Professoren sehr aktiv unterstützt und deren Forschung auch doch weit über Frankfurt hinaus bekannt gemacht. Er sagt, dass er bei der Gründung dabei war und als Anwalt sicher auch aktiv. War er mit Sicherheit dabei. Ist jetzt in dem Buch wird nachgewiesen, dass der Großvater nicht nur die Nachfolge von Wilhelm vom Rath übernommen hat, sondern schon bei der Gründung mit aktiv, leitend aktiv gewesen ist. Würdest du das? Nicht nur die Nachfolge von Wilhelm vom Rath im Vorsitz übernehmen hat, sondern schon zu Beginn der Gründung sich sehr aktiv an der Gründung beteiligt hat. Ich denke, dass er auch im ersten Vorstand schon vertreten war. Michael Haug seit vielen Jahren durch unsere Familien. Mich fasziniert immer wieder das brillante Gedächtnis, was Michael Haug hat, und der treffende Humor, mit dem er Situationen beschreiben kann. Es ist für die Freunde und Förderer ein großes Geschenk, dass wir hier jemanden sitzen haben, der die Universität und die Freunde der Universität so lange schon kennt und dessen Großvater Henry Oswald selber an der Gründung beteiligt war. Spannend für uns natürlich, wenn es Proben vom Mars sind, ganz klar. Wir suchen immer noch nach den ersten Lebensspuren auf dem Mars. Also dafür ist so eine Probe natürlich fantastisch, weil sie extrem frisch ist tatsächlich. Also nicht lange auf der Erde rumgelegen hat. Es gab also keine große Veränderung des Materials auf der Erde, weil natürlich, wenn man sich das vorstellt, wenn das 10.000 Jahre erstmal auf der Erde rumliegt, dann gibt es irgendwie wässrige Alterationen. Dann können natürlich die ersten Organismen sich vielleicht auch in diesem Material schon auf der Erde ansammeln. Man kann sich vorstellen, wenn das nur alle 50, 60 Jahre passiert, man weiß, steht was zur Verfügung, was vom Mars stammt. In dem Fall das frischeste Material, was wir überhaupt jemals vom Mars auf der Erde hatten. Dann möchte natürlich jeder so eine Probe haben. Und das heißt, wenn das auf den Markt kommt und man das dann auch käuflich erwerben kann, dann sollte man schnell reagieren. Und dann kann man nicht erst hergehen und ein großes Projekt aufsetzen, einen Antrag schreiben, ein halbes Jahr warten, dass es dann bewilligt wird und dann gucken, gibt es noch irgendwie Material. Dann wird es natürlich weg sein vom Markt. Und da muss man schnell reagieren. Und da helfen uns massiv die Freunde und Förderer, die uns dann kurzfristig Geld zur Verfügung stellen, dass wir solches Material anwerben können. Dann können wir direkt mit den Untersuchungen anfangen. Die Freunde und Förderer haben die Pharmazie seit sehr vielen Jahren begleitet und unterstützt. Wir haben zum Beispiel im Anfang der 2000er Jahre ein sehr interessantes Projekt gestartet, den neuen Senckenbergischen Arzneipflanzengarten, der jetzt in den letzten Jahren in die Hände der Stadt übergegangen ist. Um die Pharmazie hier oben am Campus Riedberg auch mit einem Arzneipflanzengarten zu versorgen, wurde dann 2014 der Arzneipflanzengarten hier im Wissenschaftsgarten ins Leben gerufen. Und da haben wir ein sehr interessantes Projekt gestartet, Crowdfunding-Finanzierung, und auch hier waren die Freunde und Förderer beteiligt. In diesem Jahr wurde das Projekt Multifunktionslabor initiiert. Es ging darum, die Arzneipflanzen in einem neu gestalteten Labor auch mikroskopisch gut untersuchen zu können und gleichzeitig auch die moderne Forschung, Gentechnik im gleichen Labor stattfinden zu lassen. Das Projekt Multifunktionslabor, dabei waren die Freunde und Förderer auch substanziell beteiligt. Ich befinde mich hier im Multifunktionslabor und am Mikroskop kann ich das, was ich in der Theorie, in der Vorlesung lerne, in die Praxis umsetzen und das, was ich gelernt habe, anwenden. Die Idee der Stupolli wurde 2010 geboren und vor 3 Jahren hat sie dann nach politischer und inhaltlicher Vorarbeit ihre Tore öffnen können. Nach einer Anschubfinanzierung durch die Goethe-Universität trägt sich inzwischen die Stupolli allein über Spenden aus der Bürgerschaft Frankfurts. Und ich freue mich sehr und bedanke mich auch, dass auf der anderen Seite die Freunde der Goethe-Universität dieses tolle Projekt unterstützen und weiter fördern. Für mich ist die politische Bedeutung der Stupolli, dass es hier auf sehr schöne Art und Weise gelungen ist, eine Brücke zu bauen zwischen der Goethe-Universität mit dem Fachbereich Medizin und der Stadt Frankfurt, speziell ihren Bürgern und da denen, die ganz besonders bedürftig sind. Auf der einen Seite haben wir natürlich sehr viele Patienten, die aus anderen Ländern hier nach Deutschland gekommen sind, ohne ausreichenden Krankenversicherungsschutz. Aber für mich auch erschreckend war, dass 10% unserer Patienten deutsche Staatsangehörige sind, die aus irgendwelchen Gründen aus unserem sozialen Netz herausgefallen sind. Ärztlicher Leiter für Lehre und Administration der studentischen Poliklinik, und die studentische Poliklinik begann vor nun 4 Jahren aus dem Wunsch des Fachbereichs Medizin und auch dessen Studierender, eine Sprechstunde für nicht versicherte Menschen in Frankfurt zu etablieren.
Studentische Poliklinik ermöglicht Studierenden zum einen früh Erfahrung zu sammeln in einem behüteten Rahmen in hausärztlicher Medizin, zum anderen aber auch, und das ist uns vor allen Dingen sehr wichtig, sensibilisiert zu werden für die Probleme von nicht versicherten Menschen und für generelle Themen wie Migration und Gesundheit. Das ist Kelly Hoffmann. Ich bin jetzt im 10. Semester und habe vor 3 Jahren das Wahlfach gemacht zur Studentischen Poliklinik und war seitdem dann auch immer bei der Organisation auch mit beteiligt, weil es mir einfach total viel Spaß macht hier. Und das Projekt, was von den Studenten initiiert wurde, schon im Juni 2014 anfing, ist ein ganz besonderes Projekt, weil hier besonders engagierte Studenten der Humanmedizin schon in den vorklinischen Semestern, aber auch dann besonders in den klinischen Semestern mit den Menschen arbeiten und hier eine besondere Gruppe, eine Randgruppe der Gesellschaft medizinisch betreuen, die keinen Zugang hat zu einer medizinischen Versorgung und da eigentlich in prekären Lebensverhältnissen lebt und die damit eine wunderbare, also eine ganz enge Anbindung und auch eine Beziehung aufbauen und die optimal versorgen und eben immer den gesamten Menschen auch die soziale Situation im Blick haben und damit auch für ihr weiteres Leben als Arzt eine ganz besondere, eben schon im frühen Stadium eine ganz besondere Schulung für den gesamten Menschen und seine Probleme gesundheitlich, sozial, psychologisch in allen Bereichen schon erfahren und untersuchen und versuchen zu behandeln. Wie das funktioniert, ist halt, hier drunter ist genauso ein Magnet gewesen, wie auf der Bahn. Die Freunde und Förderer sind das, was der Name sagt, nämlich diejenigen, die die Universität begleiten und fördern, fördern durch Geld, fördern durch Brückenbau in die Gesellschaft hinein, fördern durch Ratschläge und das ist unsere Aufgabe und die nehmen wir gerne wahr. Ja, ich denke, es war vor allem auch mal eine Verpflichtung, das, was die Vorväter und Vormütter vor uns geleistet haben, in der heutigen Zeit fortzusetzen. Man muss sich ja mal vorstellen, die Universität wurde 1914 vor allem von Unternehmern gegründet und die haben dann 1918 nach dem verlorenen entsetzlichen Weltkrieg den Mut gehabt, die Freundesvereinigung als neuen Anlauf für eine Unterstützung der Universität zu gründen. Und wenn man das sieht in der damaligen Zeit und es vergleicht mit den Möglichkeiten, die wir heute im Frieden und im Wohlstand haben, dann wird man eher einmal bescheiden, aber zum anderen denke ich auch, hat man einen Ansporn, etwas zu tun, was dem in etwa entspricht. Ja, wir wollen natürlich, dass die Universität merkt, dass wir ein Jubiläum haben. Und das soll sie dadurch merken, dass sie verstärkt von uns unterstützt wird. Und wir haben uns ein relativ ehrgeiziges Ziel vorgenommen. Wir können im Moment in einem, ich sage mal, Alltagsjahr der Freundesvereinigung etwa 1 Million Euro im Jahr der Universität zur Verfügung stellen. Und diesen Betrag wollen wir gerade mal verdoppeln im Jubiläumsjahr. Nicht alleine durch Geld, sondern zum Beispiel dadurch, dass wir Gastprofessuren finanzieren, die sich Zukunftsthemen in Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften widmen. Aber wir wollen auch, dass die Stifterinnen und Stifter, die die Uni gegründet haben und im Laufe der Jahrzehnte oder des Jahrhunderts, muss man ja dann schon sagen, bei der Uni, sie weiter unterstützt haben, dass die hier sichtbar werden. Also wir wollen Stiftertafeln errichten mit den Namen derjenigen, die eben eng mit der Uni verbunden sind und ohne die es die Uni nicht gäbe. Ja, das ist wie im privaten Leben.
Freunde kann man nie genug haben. Und das gilt auch für Institutionen, das gilt vor allem für eine Universität mit dieser Tradition, die eben von Privatleuten gegründet wurde. Und es gilt vor allem in dieser Stadt Frankfurt, die eine Stifterstadt ist und in der die Bürger noch nie gefragt haben, wie kann die Obrigkeit oder irgendjemand heute uns helfen, sondern gesagt haben, das machen wir gerade selbst. Für das Jubiläum, wir fördern Zukunft seit 100 Jahren, dann werden die Nachfahren vielleicht auf die Idee kommen, zu sagen, wir fördern Zukunft seit 200 Jahren. Also ich hoffe, dass die Universität dann noch besser dasteht, dass das, was wir eben nicht in den Boden schätzen, sondern in den Köpfen haben, auch von hier aus noch weiter gefördert wird und dass das bürgerschaftliche Engagement vielleicht noch ein stärkeres ist als heute. 100 Jahre Freunde bedeutet erstmal, dass wir etwas demütig auf die Geschichte schauen, denn die Gründerväter der Universität hatten 1918 den Mut, nach dem Krieg nochmal etwas Gleiches zu tun, wie die Universität zu gründen, nämlich die Freundesvereinigung. Und die Freundesvereinigung hat wie damals zum Ziel, die Universität zu unterstützen in vielfältiger Hinsicht, natürlich materiell, auch mit Geld, aber eben auch in der gesellschaftlichen Einbettung, dass wir bei den Bürgerinnen und Bürgern werben für die Universität und ihre Bedeutung herausstellen. Man kann nie genug Freunde haben. Und ich glaube, die Vereinigung hat bewiesen in ihrer Geschichte, dass sie echte Freunde sind, die eben auch helfen, wenn es etwas schwierig ist. Und die Universität sieht das auch, dass wir diese Rolle ausüben können und ist uns, so wie ich das wahrnehme, sehr dankbar.